So, Dalle, dann gehen wir mal rein in das kosmische Rund und ihr müsst nochmal verzeihen, in der letzten Folge, da ist mir etwas so herausgerutscht, ne? Wenn man es doch so mal nennen darf. Passiert extrem selten, aber kommt halt nun mal vor. Bin ja auch nur mal Numa. Nee, ein Mensch. So, der Lauf des Schicksals kann nicht mehr verändert werden, sobald er einmal in Gang gesetzt wurde. Brenda zuckt bei ihrer Antwort mit keiner Wimper. Mhm. Ach so, ihr wollt die besonderen Waren sehen? Dann folgt mir in den Keller. Oh, oh. Oh, da ist er ja. Hamza, ich habe von euch gehört. Ihr seid John Morgans bevorzugte Schatzjäger. Ich weiß nicht, wie ihr mich gefunden habt, aber wenn ihr wieder lebend von hier verschwinden wollt, solltet ihr besser einen guten Grund für diesen Besuch vorbringen. Der Auftrag gesprengte Ketten. We're here to help. Sehr schön. Ihr wollt also Falaga aus den Verliesen der Schwarzen Garde befreien? In der Tat, denn die Tochter hat uns darum gebeten und wir sind nette und freundliche Schatzjäger. Viele meiner Männer verrotten ebenfalls hinter diesen drachenverfluchten Mauern. Ich bin ein zu offenkundiges Ziel, aber vielleicht könnt ihr damit durchkommen. Ihr arbeitet für John Morgan, also seid ihr vielleicht vertrauenswürdig. Wenn wir in das Hauptquartier der Schwarzen Garde einbrechen wollen, brauchen wir mehrere Dinge. Der Auftrag, der Schlüssel zur Kanalisation. We're here. Genau. Zunächst müssen wir uns den Schlüssel für den abgeriegelten Teil der Kanalisation unter dem Gebäude beschaffen. Er befindet sich gegenwärtig in den Händen von einem ihrer Hauptmänner namens Teron. Findet ihn und beschafft euch den Schlüssel zur Kanalisation. Von ihm. Genau. Auftrag Spießgesellen. Dann brauchen wir Informationen über die Garnison und ihre Patrouillen in ihrem Hauptquartier. Der schwarze Reißzahn könnte uns dabei helfen, obwohl ich Bedenken habe, was sie als Gegenleistung verlangen werden. Oh ja, ich glaube auch. Das waren diese netten Diebe, wo wir die schöne Reliquie gekauft haben für 5 Gold, ne? Wenn diese beiden Aufgaben erfüllt sind, sucht mich wieder auf und dann ersinnen wir einen Plan. Ja, dann schmieden wir einen Plan. Der Klatsch Hamza. Ich bin in Katal geboren, habe aber den größten Teil meines erwachsenen Lebens als Klingenmagier in Al-Imral verbracht, einer dieser 7 Städte. Vor 15 Jahren bin ich nach Katal zurückgekehrt zur Beerdigung meines Vaters. Mein Beileid. Da ist mir klar geworden, dass Katal eigentlich immer meine wahre Heimat geblieben ist. Aber ich war auch entgeistert darüber, wie wenig sich die imperiale Krone um die Stadt kümmerte. Das hat zur Gründung der Liga von Katal geführt. So, die Liga von Katal. Die Liga von Katal war ursprünglich ein Zusammenschluss von Bürgern, die unzufrieden damit waren, wie das Imperium die Stadt behandelt. Unser Ziel war nicht die vollständige Ablösung vom Imperium, sondern eine Teilautonomie. Mhm. Das hat sich nach der zweiten Blutmondfinsternis geändert. Als uns die Dämonen angegriffen haben, ist keine Hilfe aus dem Imperium gekommen und wir mussten uns selbst verteidigen. Das hat einige Mitglieder der Liga dazu veranlasst, ein radikales Vorgehen anzustreben. Sie haben sich mit Markus Wolf verbündet, einem gesetzlosen Adligen. Im Zeitraum weniger Jahre hat Markus die Kontrolle über die Liga übernommen und sie in ein Vehikel für seine eigenen Ambitionen verwandelt, aus der Halbinsel sein eigenes persönliches Herzogtum zu machen. Ha! Er ist kaum mehr als ein größenwahnsinniger Köter. Also, daher wissen wir, wie was passiert ist oder entstanden ist. Gut. Der Geschichte auf der Spur. Okay, wir brauchen den Schlüssel von jemanden und wir müssen ins Elendsviertel. Wir müssen zum Schwarzen Reißzahn. Machen wir auch sofort. Was machen wir mit dir eigentlich? Du bist eigentlich soweit richtig gut ausgebildet. Steigert ab Mana Maximum um 2. Das ist nicht viel. Das ist nicht dolle. Leichte Rüstung wäre möglich. Oder mehr ausweichen.
Mehr ausweichen. Nehmen wir mehr Verteidigung. Denn Schaden macht sie ja alle Male. Möchte man meinen. Wir haben immer noch so viel Geld. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir suchen immer noch den Meister für die Dunkelmagie. Und wir suchen jetzt den schwarzen Reißzahn auf. Wenn wir ihn finden sollten. Denn das Elendsviertel ist mir wirklich ein Grauen, wenn ich ehrlich bin. Die Orientierung lässt zu wünschen übrig. Und wir brauchen jemanden. Cadmus, Klatsch, Schwarzgardisten. Früher, nö, hatten wir schon, ne? Genau. Was sagt denn unsere schöne Karte? Wir können hier hinüberlaufen. Da haben wir Tamina. Und da haben wir... Moment, ich will jetzt erstmal hier, war ja der... Genau, da waren die Schwarzgardisten. Ist da der Typ dabei, der den Schlüssel hat? Hallo, warst du das nicht? Nee, ein Hauptmann, ne? Zivilisten sind hier nicht gestattet. Weggehen. Ich hau euch noch alle eine rüber. Mach ich so und so gerne. Wisst ihr ja. Achso, wie sieht's denn eigentlich aus? Oh, Wahnsinn. Wir sind kurz vor Stufe 26. Ist das Jack? Ich weiß nicht, was das Maximallevel ist, aber ich glaube, wir dürfen uns noch auf das ein oder andere Stufenaufstieg freuen. Ach ja, genau. Wir haben ja jetzt Schalassas Segen. So, wandel die Truppe über Wasser. Sehr gut. Wo war denn nochmal der Typ mit dem Schlüssel? Hast du irgendwas zu erzählen? Du sonderbares Bärchen? Ausbildung Experte und Klatsch Rakassas. Ja, ich gehöre zu den Tiermenschen, die man über Brüder... Ja. Nun gut, okay. Nein, hat er leider nicht. Er hat nur normalen Klatsch und Tratsch, ne? Wie man es denkt. So, was haben wir denn hier nochmal drin, ne? Wer ist denn hier? Die Arkane Bibliothek. Sehr schön. Haben wir hier vielleicht einen Meister der Dunkelmagie für die Celina? Vielen Dank. Und Zauber lernen? Würde ich mich sehr freuen über Celina. Sie hat nämlich jetzt einmal das Grauen. Das anvisierte Monster im Umkreis von 4 wird vom Grauen erfüllt und läuft davon. Wirkt 2 Runden lang, nehmen wir gerne mit. Und einmal die Qual. Belegt den anvisierten Feind im Umkreis von 4 mit Qual. Immer wenn das Ziel Schaden macht, zugefügt wird, in dem Sinne, wenn die gute, ja, Jasna draufhaut, nimmt es außerdem 18 bis 24 Schaden dunkel. Das ist aber was wenig, oder? Komm, hier, nimm die arkane Abwendung mit. Dann wissen wir, was Sache ist. Vesna, Jasna, Sanku. Nee, haben wir sonst nichts. Einmal zurück, Klatsch, die große Bibliothek, Ausbildung, wiederbeschriftbare Rollen. Ja, könnt ihr euch noch an das Rätsel erinnern? Mit der Truhe, hier steht es drin. Der hat wiederbeschreibbare Schriftrollen, nennt man Palimpsest. Ja, da ist es nämlich. Da hätten wir nämlich den Hinweis erhalten für die Truhe. Was hast du denn noch? Große, ne? Im oberen Viertel gibt es eine sehr viel größere Bibliothek, ganz in der Nähe der Vigilie. Daran findet ihr auch ein paar sehr, sehr seltene, mächtige Grimoire. Aber gewöhnlich kommt man nicht dort hin, ohne diesen Schwarzgardisten, ja, angepöbelt zu werden. Okay. Hast du irgendwas Schönes? Oh, den würde ich ja gerne, ne? Der gibt uns ja, wenn wir ihn mitnehmen, als Gelehrter, ne? Gibt er uns nämlich mehr Erfahrung. Mehr Erfahrung klingt eigentlich immer schön. Ja gut, der Klatsch um Jin, das ist, braucht man nicht. Wo war denn jetzt nochmal das Versteck hier von den Kanalisationen? So, hier war das doch, ne? Genau, Versteck des schwarzen Reißzahns. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob wir hier wirklich so weitermachen können. Experte für Ausweichen. Wer hilft uns weiter? Auftrag Spießgesellen, da ist es. Und Handeln. Hast du denn irgendwas Schönes für uns? Oh, jetzt geht's aber ab. Eieieiei, Jasna. Braucht man nicht. Braucht man nicht. Ein frostiger Opferkriss der Geschicklichkeit. 12 bis 22 Schaden, 17 Schaden Wasser und plus 16 Nahkampfsangriffswert. Wow. Hast du noch einen anderen Dolch hier oder darf ich den kaufen? Nein, ich darf ihn sogar kaufen. Dann gib mir den mal bitte. Und wir legen ab.
Was legen wir ab? Hier haben wir einen erfolgreichen Angriff. Erleidet alle Feinde in der Gruppe so und so viel Schaden. Schaden durch kritische Treffer plus 11. Schaden Luft, Schaden Wasser. Ja, komm du mal weg. Du gehst dahin und der schöne Dolch kommt dahin. Und den können wir verkaufen. Ja, möchte ich gerne. Hast du denn noch irgendwas Schönes für uns? Widerstand gegen Flüche, Vitalität, Widerstand gegen dieses und jenes. Achso, zurzeit angelegt. Widerstand gegen alle Magieschulen zusätzlich, 100% Schutz vor Bewusstlosigkeit. Ja, das ist eigentlich halb so wild, ne? Ja. Also bewusstlos können wir eigentlich schon werden. Das Wort des Lichts. Allen Feinden in der Nähe, wenn wir mal umkreist werden, ne, kostet 500 Gold. Das möchte ich doch gerne noch einmal mitnehmen. Da haben wir nämlich auch wieder 3 Stück. Seelenfanal, da haben wir sie ja. Wir werden sie einfach mal alle mitnehmen. Und die stacken nicht. Großmeisterschriftrolle. Meisterschriftrolle. Also, gib mir die Großmeisterschriftrolle und verkauf die Meister. So, Gruppe heilen brauchen wir nicht. Schwäche. Ja, die Schwäche nehme ich mit. Die finde ich gut. Die würde ich doch gerne benutzen. Achso, wie sieht's denn aus mit dem Amulett? Plus 6. Glückstufe 2. Glück? Glück brauchst du. Nicht du. Weg damit. Widerstand gegen alle Magieschulen und ja. Und du bekommst Glück. Widerstand gegen alle Magieschulen. Ist aber legendär. So. Hat jemand noch ein ganz schwaches an? Ja, Glück ist Ausweichwert und kritische Trefferchance. Das braucht, glaube ich, keiner. Verkaufen wir es. So. Haben wir das schon mal geklärt. Jetzt aber zu dir. Und zwar der Auftrag Spießgesellen. Sehr schön. Früher hatte die Schwarze Garde und der Schwarze Reißzahn eine freundschaftliche Beziehung. Aber ihre Tändelei mit Markus Wolf hat sich als schlecht fürs Geschäft erwiesen. Ihren Würgegriff, um die Stadt zu lösen, dient tatsächlich unseren langfristigen Interessen. Also helfe ich euch, in ihr Hauptquartier zu gelangen. Mhm. Als Gegenleistung für die Informationen in meinem Besitz verlange ich nur eine kleine Gefälligkeit. Ein Schiff namens Sonnenhinden ist vor ein paar Tagen südwestlich von hier verschwunden. Südwestlich. In seinem Laderaum befindet sich eine Truhe, die vom Schwarzen dem Schwarzen Reißzahn gehört. Ja. Ihr müsst herausfinden, was dem Schiff widerfahren ist, die Truhe ausfindig machen und sie mir zurückbringen. Eine Truhe. Ja. Ausbildung Meister der Mystik. Okay. Und wo finden wir... Ja, wo finden wir? Öffnet doch einfach mal... Ne? Schwert des Kopfgeldjägers. Das Bestarium. Die Heldenschmiede. Hart hat seine Gründe. Da müssen wir so und so hin nach Seehafen. Zurückweichende... Genau, der Fluch. Da haben wir alles fertig. Gesprengte Ketten. Wir haben der Schlüssel. Ein Hauptmann, der schon... namens hat den Schlüssel zu einem Teil der unteren. Ihr müsst einen Weg finden, ihn euch zu beschaffen. Theron. Haben wir uns mit Theron schon mal unterhalten? Findet Theron in Katal. Haben wir nicht, oder? Hallo? Hallo? Nee, mit euch kann ich mich nicht unterhalten. Oh, wir hätten jetzt noch die Möglichkeit, hier unten in Rickards Taverne zu gehen. Und hier haben wir noch das Hospiz. Dann hätten wir... Da brauchen wir nicht. Ja, wie kommt man hier nochmal runter? Genau, hier ist es nämlich gewesen. Da müssen wir uns doch halt nochmal ein bisschen umgucken. Wie war hier der Weg? Der war doch hier irgendwo, ne? Genau, hier war er. Da war er und hier war er. Dann laufen wir doch einmal eben kurz in die Taverne. Mal gucken, ob der da gewesen ist, den wir gesucht haben. Denn wenn nicht, dann... Ja, I don't know. Ich glaube, wir haben uns schon mal mit dem unterhalten, oder?
Klatsch, Rickard, wer ist denn hier? Ach, da ist er sogar. Der Auftragsschlüssel zur Kanalisation. Was wollt ihr? Seht ihr nicht, dass ich trinke? Von wegen. Er unterbricht euch, bevor ihr ein Wort sagen könnt. Papplapapp. Mich interessiert nicht, was ihr sagen könnt. Ich rede nur mit meinen Freunden. Und meine Freunde fangen gewöhnlich an, indem sie mir einen ausgeben. Ihm, ja, dann komm, ihm ein Getränk anbieten. Ah ja, ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Heben wir die Gläser zu einem Trinkspruch auf neue Freunde. Wer trinkt mit mir? Jasna. Nach einigen Runden ist der gute Theron vollständig hinüber. Als niemand hinschaut, leert ihr ihm die Taschen und findet den Schlüssel zur Kanalisation. Ja. Yes, more glory. My skill is improving. Ist er jetzt wieder wach geworden? Was wollt ihr? Seht ihr nicht, dass ich trinke? Nee, wir gehen weg. Wir gehen weg. Das heißt... Oh, sehr schön. Wir haben den Schlüssel. Wir müssen nach Nordwesten zu einem Schiffswrack. Das wäre ja in der Nähe der Klippe, laut meiner Karte, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ah, nee, der hat Südwesten gesagt, ne? Ah, jetzt sag mir nicht, der meint hier das Wrack, wo wir schon waren. Also Süd- oder Nordwesten war es auf jeden Fall. Aber viel schöner ist, wir haben noch einen Stufenaufstieg. Und du bekommst diesmal 2 in Vitalität und 2 in Macht. Ja, auf jeden Fall weiterhin in Macht. Und jetzt kommt die Besonderheit, wir dürfen uns endlich Meister, Großmeister für Lichtmagie, das ist in der Nähe von Seehafen, das habe ich mir behalten nennen. Wir haben jetzt noch 2 Punkte, die werden wir mal aufheben. Jasna, du bekommst auf jeden Fall mehr Macht. Ich will nicht mehr, dass wir dich irgendwie verbessern müssen und die Punkte gehen dann ausweichen. Ne, damit sie hier da ihre Verstecke aufmachen kann. Du, meine Gute, bekommst auf jeden Fall alles in Magie, weil mehr Magie gleich mehr Schaden und alle Punkte gehen bitte in die Dunkelmagie. Sehr schön, sehr schön. Mit Sanku müssen wir uns überlegen, was wir jetzt als nächstes machen. Ausbildungszentrum der Schwarzen Garde. Ja, ich meine, man konnte doch hier irgendwo... Da, oh, ich kenne den Weg nicht. Nee, ich glaube, wir nehmen doch den anderen Weg. Ja, das heißt für uns jetzt, wir können Kartal wieder verlassen. Wir müssen nach Süd oder Nord... Westen. Können wir ja gleich nochmal gucken. Wir haben ja unser Questjournal. Müssen dem Sanku Großmeister der Lichtmagie beibringen. Ich bin gespannt, was er erlernt. Und, da bin ich gespannt. Wir müssen auch noch zur Klippe. Ja, da müssen wir auch noch hin. So, und hier dürfen wir, meine ich doch, da vielleicht nicht. Vielleicht hier, irgendwo hinüber, ne? Genau, hier ist es gewesen. Da möchte ich gerne entlang. Ja, damit kommen wir nämlich direkt auf die andere Seite. Und gut, dann machen wir halt nun mal weiter mit der Hauptstory. Finde ich eigentlich sehr interessant. Denn ich bin auch wirklich sehr dazu geneigt, dass wir dem netten Herrn, den wir da befreien sollen, auch weiterhelfen werden. Deswegen zurück ins Hafenviertel, aus dem Hafenviertel dann raus. Wo geht's denn hin? Wir nehmen den nördlichen Ausgang, ne? Da sind wir eigentlich ganz in der Nähe von Seehafen. Wir könnten eigentlich auch durch die Kanalisation gehen, aber nee. Wir lernen in der Nähe von Seehafen Großmeister in der Lichtmagie. Ja. Ansonsten shoppen müssen wir eigentlich nicht. Und dann geht es so und so zur Klippe. Und dann kommt es drauf an, müssen wir in den Süden oder den Norden. Da hinten müssen wir hin. Jo, Mana-Tränke, Heiltränke haben wir eigentlich genug. So, Mensch, furchtbar hier die Leute. Gröbsen und furzen rum, wie sie möchten. Aber so war es halt, ne? Zumindest im Mittelalter. So, dann wollen wir mal gucken. Raus in die Welt. Raus in die Welt. Wir suchen ein Schiffswrack. Und... Ne, wir suchen jetzt nur noch das Schiffswrack und dann können wir wieder zu Hamza gehen. Ja. Hallo? Lade. Ich höre das Wasser plätschern. Aha. Da sind wir auch. Wait, did you hear that?
Nein. Genau, das dachte ich mir nämlich auch. Wir müssen. Wo müssen wir hin? Wir müssen nach da unten. Genau, da ist es nämlich. Müssen wir eigentlich nochmal nach Seehafen? Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass wir nochmal nach Seehafen müssen. Ach ja, natürlich müssen wir nach Seehafen, denn wir brauchen auch für den Sanku Meister in Schwert brauchen wir. Dann werden wir jetzt gleich hier eintreten, uns mit der Orna unterhalten. Ich glaube, so hieß der Engel. Und ja, dann nach Seehafen eben kurz zischen.